Wie gehst du mit Stress in deinem Leben um? In dieser Folge habe ich einen Stresscoach zu Gast. Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit Stress. Den hast du wohl auch, wie alle Menschen oder fast alle. Herzlich willkommen, René Barten. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Freut mich. Lieber René, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ganz herzlichen Dank. Denkst du denn, dass alle Menschen Stress haben? Wäre zumindest wünschenswert, eher auf irgendeiner gewissen Art und Weise, ne? Also, ich sag mal so, es wird ja oft immer so, Stress wird ja immer eher so als negativ gesehen. Das heißt, man denkt ja immer so, Stress ist gleich Hektik, total so überfordert, total, ja, völlig außer Rand und Band und total wuselig und total, ja, genau. Und auch das gehört ja mit dazu. Und ich denke, Stress ist einfach eine Eigenschaft, die, glaube ich, in uns alle haben. Nur wir dürfen da einfach auch lernen, dass wir vielleicht nicht zu viel, dass wir auch wissen, okay, wie komme ich wieder von dem ganz hohen Druck wieder runter. Aber Stress, ja. Also ich würde es mir wünschen, wenn ich sie ja hätte, ja. Wir kommen sicherlich hauptsächlich auf den negativen Stress. Zumindest habe ich mir Fragen dazu überlegt, die wahrscheinlich viele Menschen betreffen. Aber Stress, du hast es angedeutet, ist auch etwas Positives. Was ist denn eigentlich Stress? Ja, also Stress ist eigentlich auch nur so ein Begriff. Ja, was ja eigentlich aus der, ja, es kommt ja eigentlich so her aus dieser ganzen, aus der Industrie. Das ist ja heißt einfach so, also diese berühmten Stresstests. Material wird unter Druck gesetzt, dass sich das verbiegt. Und irgendwann hat man ja gesagt, so, okay, dieses Unter Druck setzen, das nutzen wir auch hier bei uns irgendwo so, dass es einfach sich Stress nennt. Und genau, also für die meisten ist das ja eher was Negatives, wo man ja sagt, ich möchte von diesem Stress weg. Aber was eben halt ja auch Forscher halt auch herausgefunden haben, es gibt ja eben halt auch diesen Eustress, diesen positiven Stress. Ich hatte jahrelang für mich gefühlt, irgendwo hatte ich es mit Sicherheit auch. Und meine Geschichte ist immer dahingehend, dass ich keinen Stress hatte, weil mir auch nichts so richtig, eine Zeit lang, ja, meine Zeit lang wirklich nichts wichtig war. Wo ich dachte so, ich habe keinen Antrieb, ich weiß gar nicht, ja, das heißt, dadurch, dass mir die Sache nicht wichtig war, hatte ich zwar keinen Stress, aber irgendwie, ja, war mir halt auch nichts wichtig. Und deswegen darf man immer sehen, es gibt immer den positiven und den negativen. Und ja, das, genau, ist einfach dieses unter Druck setzen, ja. Und positiv kann ich bestätigen. Ich sage immer, wenn ich zum Vorstellungsgespräch gehe oder auch im Sport zu einem Wettkampf an die Startlinie, finde ich es positiv, dass ich aufgeregt bin. Kann man ja als Stress bezeichnen im Körper. Ich merke das, Herz schlägt höher, Hände werden vielleicht nass. Aber das bringt mich auch in mehr Aufmerksamkeit rein. Denn beim Vorstellungsgespräch möchte ich ja nicht, ich sag mal, einschlafen oder gelangweilt sein. Da möchte ich ja wirklich hellwach sein. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper dann mir diese Hormone sind es wahrscheinlich zur Verfügung stellt, dass ich ganz aufmerksam bin. Genau, nicht nur da, sondern auch bei Prüfungen. Da ist ja auch so ein gewisser Stress. Oder der Leistungssportler. Oder auch über diese Leistungswettkämpfe. Das würde ja ohne Stress überhaupt nicht funktionieren. Wenn da keiner diese Anspannung hätte, das ja auch Stress ist. So dieses, ich will das Spiel jetzt gewinnen. Ich will dieses Wettrennen gewinnen. Ja, Leichtathleten oder sowas. Na klar sitzen die auch, wenn sie dann da in ihrem Startblock stehen oder wo auch immer. In diesem Moment ist einfach Stress. Das Adrenalinpegel geht einfach hoch und die wissen genau, jetzt geht es um alles oder nichts. Das kann aber auch die Prüfung sein, das kann der Star hier auf der Bühne sein, der jetzt gleich seinen großen Auftritt hat, vielleicht noch da hinter der Bühne steht und jetzt weiß er, jetzt geht es gleich los. Und genau, ohne diesen Stress, ohne diesen, ja, wäre sowas gar nicht machbar. Wenn wir da so eine Weltmeisterschaft oder irgendwie eine Leichtathletik-WM oder irgendwelche Auftritte, wird ja gar nicht funktionieren, weil das ist ja das, was die da antreibt, genau. Können wir sagen, dass wir für Top-Leistungen einen gewissen Stresspegel brauchen? Ja, also das ist ja wirklich, man sieht das ja so ein bisschen, wenn man das jetzt wieder so in diese Wanne zurückgeht, früher, ja, der Säbelzahntiger und da gibt es ja dann diesen Kampf- oder Fluchtinstinkt, wo ja wirklich unser Kopf sofort in diesen Alarmmodus schaltet. Das heißt, dann sind wir wirklich so, ja, wir sehen jetzt zum Beispiel den Säbelzahntiger, sind wirklich voll angespannt, Kopf schaltet sofort auf den Alarmmodus um. Das ist ja wirklich das
was uns ja geschenkt wurde, so dieses, jetzt kann ich aber, jetzt gebe ich mal so richtig Gas und renne ums Überleben. Wenn ich jetzt aber genau in dieser anderen Phase bin, so in diese, total entspannt und gelassen, dann wäre das jetzt wahrscheinlich so, dann sehe ich den da, liegt da vielleicht und denke so, oh, Säbelzahntiger. Oh, dann will ich mich jetzt mal zurecht machen, ne, und mich auf den Weg machen. Und dadurch ist das so wichtig, so diesen Druck zu haben und auch wirklich, wenn wir diesen Stress dann haben, wirklich so eine Leistungsfähigkeit haben, die sonst gar nicht möglich wäre, die sonst einfach, ja, weil wir unter Druck, unter Stress, ja, schalten sich ganz andere Kräfte ein, wo wir dann wirklich richtig was geben können, ja. Ich denke, das hat jeder schon mal erlebt. Alleine, wenn ich dem Bus hinterherlaufe, bevor er wegfährt an der Haltestelle, renne ich ja plötzlich auch viel schneller, als ich je gedacht hätte. Genau. Ja. Das stimmt, ja. Wie sah denn dein eigener Weg aus, René? Bist du nein, Stresscoach geworden? Das ist gar nicht so einfach, das Wort zu Nee. sagen. Bist du Stresscoach geworden, weil du selbst so viel Stress hattest? Ja, ich glaube, die meisten geht das tatsächlich so. Die sind immer aus irgendeiner, also wie ich das auch gehört habe, aus einer Geschichte herausgekommen, aus dem Burnout, wollten lernen, wie man gesund mit Stress umgeht. Und bei mir war das tatsächlich der Gegenteil, also das Gegenteil davon. Ich habe eher für mich so eine Art Bore-out gehabt, weil ich gemerkt habe, ich brauchte einen Antrieb. Es war einfach nichts. Und es war, genau, es fing wirklich an quasi mit Corona, dass es einfach so kam, dass da einfach für mich, ja, Arbeit war Kurzarbeit. Ja, genau, zuvor war ich ja noch in Elternzeit. Ich bin dann aus der Elternzeit heraus in die Kurzarbeit gegangen. Ich habe noch nie so lange mein Kind betreut. Das war also schon wirklich eigentlich sehr schön. Und gleichzeitig habe ich für mich so gedacht, was kann ich noch mehr tun? Was kann ich noch machen? Ich merkte auf einmal, dass mich da so eine, mit Mitte 40 da so eine Lebenskrise plötzlich ereilt hatte, wo ich dachte so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss doch irgendwas geben. Und ich versuchte da irgendwie, auf Teufel komm raus, meinen Sinn und meinen Warum zu finden. Irgendwie, wo ich gemerkt habe, was ist es? Es ist schön, mit den Kindern zusammen zu sein. Ich liebe das, das habe ich genossen, der Großen beim Homeschooling zu helfen und der Kleinen eben halt einfach so der Tagespapa zu sein. Und das war zwar auf der einen Seite schön und ich bin auch dankbar für die Zeit und dankbar für meine Kinder. Das ist auch alles keine Frage, aber da muss man nämlich immer vorsichtig sein, weil ich mir genau immer in der Phase für mich echt überlegt habe, was gibt es noch Sinnvolleres? Aber irgendwo wollte ich auch noch für mich was machen. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, ich brauche irgendwie was aus diesem Bereich. Das heißt, ich bin einfach zufällig auf diese Coaching-Ausbildung gekommen und habe dann auch mich da mal schlau gefragt und gesagt, hey, wie sieht das eigentlich aus? Ich kenne mich ja mit Stress noch nicht aus. Und als ich denen meine Geschichte erzählt hatte, dass ich eher so, ja, dass man mir schon mal so ein Bore-out diagnostiziert hat und gesagt hat, das ist ja eher ein Bore-out, was du hast. Du bist ja total gefangen in deiner Lethargie, in deiner Langeweile, in deiner, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und passte wunderbar, weil es eben halt da auch wirklich darum ging, sich den richtigen Stress zu machen. Und wenn man einfach ein Ziel verfolgt, kannst du auch den Stress aufbauen, der für dich positiv und förderlich ist. Also den Stress als Treibstoff zu nutzen. Deswegen, ich komme genau aus der gegenüberliegenden Seite sozusagen, aus der Bore-out-Ecke. Also ja, auch irgendwo eine gewisse Art von Stress, weil ich wollte ja mein Leben verändern. Wusste noch nicht wie. Also im Endeffekt ist das auch eine Stressgeschichte, ja. Vielleicht ist jetzt das Bore-out nicht ganz so bekannt wie Burnout, worüber mehr gesprochen wird, aber auch Bore-out, du bestätigst es. Ich habe auch schon zwei Fälle erlebt in meinem Leben, zwei Bekannte. Das ist auch nicht so lustig und nicht so schön, wenn du unterfordert bist oder wie du Genau. es gesagt hast, auf dieser Sinnsuche bist. Ja. Genau. Und das ist, ne, viele sagen, heißt das immer so, man ist, wenn man Bore-out hat, dann ist man unterfordert im Alltag oder unterfordert im Job. Genau. Leute, die unterfordert im Job sind und da einfach keine Herausforderung haben. Und bei mir war es das so, ich war einfach unterfordert im Alltag. Und das war einfach so, ja, es war für mich da auch kein schönes Gefühl. Aber ich habe es damals ja nicht gewusst. Ich wusste ja nicht, dass es so heißt oder dass es so ist. Eigentlich habe ich ja gedacht, es ist alles normal. Mein Leben ist so in Stein gemeißelt, ich bin unzufrieden, aber dann gehöre ich eben halt zu den Menschen, die so sind. Also was soll ich da großartig ändern? Es ist, wie es ist. Das durfte ich dann erstmal lernen, dass nichts im Stein gemeißelt ist und dass wir uns immer irgendwo auch verändern können und eine gewisse Transformation erleben dürfen. Genau. Du hast ja dein sicheres und langjähriges Angestelltenverhältnis verlassen. Du warst ja wirklich sehr lange auch bei deiner letzten Firma. Was war denn, gab es da einen auslösenden Moment, wo du gesagt hast, ich kann was verändern und ich möchte auch etwas verändern? Eigentlich
war das nur der Fall, dass ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe und ich da schon gemerkt habe, das ist interessant. Also ich kann auch Leuten helfen, die genauso da feststecken, wo ich festgesteckt habe. Also wirklich so in dieser Burnout-Schiene, in dieser Antriebslosigkeitsschiene, in dieser Motivationslosigkeit, weil wenn ich das konnte, indem ich mir dieses Strahlen, dieses Lächeln wieder aufs Gesicht ziehen darf, dann kann ich das auch bei anderen. Aber ich hatte natürlich das, die Herausforderung, noch das alles so neben dem Job zu machen. Und das dann nach 2 Monaten, nachdem mein Arbeitgeber, ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, und 2 Monate später der Arbeitgeber auch noch sagte so, ja, wir werden hier Stellen abbauen. Da habe ich dann gedacht so, oh. Und man hat mir auch gleich gesagt, hey René, du bist 23 Jahre in diesem Unternehmen, du hast 2 Kinder, keine Angst, du bist hier auch noch, dein Job ist nicht gefährdet. Und ich habe in diesem Moment nur so gedacht, na, wenn ihr wüsstet, ich werde mir den selber quasi auflösen, so, ne? Und werde hier selber, also das Angebot annehmen. Die hatten dann ja so ein Freiwilligenprogramm, so mit, ja, freiwillig, wer freiwillig geht, kriegt eine Abfindung und dann nochmal so ein Jahr so mit Weiterbildung. Und da habe ich gedacht, komm, das nimmst du mal mit. Das ist ein Geschenk, dass ich jetzt in die Zeit habe, um mich da mein Business quasi so, ja, hochzuziehen. Und das war, ja, das war wirklich für mich wertvoll. Und dann eben halt mit dieser Vision eben mit ganz, ganz vielen Menschen dabei zu helfen, ja, wieder so in ihr Gleichgewicht zu kommen, ne? Also weder da auf der einen zu viel oder da zu wenig, sondern wirklich in dieses Gleichgewicht zu finden, ja. Ich merke gerade im Verlauf unseres Gesprächs, dass es nicht nur um Überforderung und negativen Stress geht, sondern auch um Sinnfindung, darum, dass wir alle etwas ändern können in unserem Leben. Wir haben dieses wundervolle Leben als Geschenk oder wie auch immer als Gabe bekommen. Und wir dürfen schon etwas verändern, wenn wir unzufrieden sind. Definitiv. Also da darf man einfach mal auch mal einfach in uns reinhören und mal gucken, was ist das eigentlich, was mich da jetzt gerade so unzufrieden macht? Ist es vielleicht der Job, bei dem ich bin? Weil der war ja eigentlich bei mir nie schlecht gewesen. Ja, das war einfach nur dadurch, dass ich als Familienvater wurde ich dann öfters mal einfach nach Hause gebracht, ja, zu Hause abgestellt sozusagen, gesagt, komm, kümmere du dich mal um deine Kinder. Und ich bin so, yes, ich kümmere mich mal um mein Business. Weil die Kinder waren auch gut aufgehoben, davon mal ab. Aber das war so, ja, ich habe, also, naja, auf jeden Fall einfach, ja, das habe ich auch so ein bisschen den Faden gerade verloren. Auf jeden Fall, genau, das dürfen wir einfach. Wenn du gerade unzufrieden bist, da guckst du einfach und hörst du einfach mal rein. Wo bist du, wo stehst du? Und die Zeit hatte ich ja nun mehr als genug gehabt, um zu gucken, in welcher Situation, in welcher Lage bin ich unzufrieden. Und das war wirklich, ja, das war das Thema mit, nicht unbedingt mit dem Job, sondern einfach mit meinem Leben an sich, dass ich da einfach mehr machen möchte. Genau. Bei einigen ist es der Job, bei einigen ist es die Familie, bei den anderen, ja, ist immer irgendwas so, ne, was du, da darf man einfach mal gucken, was treibt mich an, was möchte ich nochmal verändern, genau. Eine Form der Unzufriedenheit mit sich selbst kann auch sein, was ich von mir kenne. Ich bin an so vielen Dingen interessiert und mich begeistert so vieles. Ich gucke überall hin, was dann dazu führt, dass ich viel zu viel mache, auch parallel, und dann überfordert bin, gar nicht in den einzelnen Themen, sondern in der Masse. Und plötzlich ja ausbrenne oder erschöpft bin und ja auch in Richtung dieses Burnouts dann eben drohe zu schlittern. Was sind denn da Tipps, die du gibst? Also in der Tat. Ich war ja nun wirklich immer der ruhige, der entspannte Mensch, der eigentlich so mit damit überhaupt keine Probleme hatte. Erst als ich diese Stresscoach-Ausbildung angefangen habe und ich angefangen habe, mich damit ja, mit meinem Business quasi so rauszukommen, durfte ich lernen, dass ich auch Stress kriegen kann. Dass es mir auch zu viel werden kann. Dass ich plötzlich so merke, wow, auf einmal ist ja irgendwas wichtig. Ja? Auf einmal bist du zu Hause, bist du arbeiten, merkst du plötzlich so, ach, das ist doch eine Leidenschaft, das kann ich doch immer machen, da kann ich doch 24/7 arbeiten. Jeden Tag gehe ich jetzt ran, ich setze mich nur noch ins Büro und versuche alles irgendwie zu lernen und umzusetzen. Und da habe ich einfach schnell gemerkt, okay, stopp, weil sonst fängst du dich das selber noch rein, das mit dem Wissen eigentlich, was du hast. Und das Erste, was ich eben halt gelernt habe, ist einfach, dass unser Stresslevel, ja, sagen wir einfach mal, ein Stresslevel ist auch gleichzeitig unser Thermostat für Wichtigkeit. Das heißt, wir können das richtig hochdrehen, wenn uns eine Sache super wichtig ist. Und das war es bei mir ja auch mit meiner Selbstständigkeit, habe ich also ganz, ganz viel Wichtigkeit reingedreht und immer mehr und mehr, weil es war mir ja wichtig. Ich kann da ja nicht aufhören. Ich darf mir noch keine Pause erlauben. Ich
muss doch jetzt gerade am Anfang viel hilft viel, ich muss das geben, volle Pulle. Und da habe ich dann auch natürlich durch meine Coaching-Ausbildung gelernt, dass wir einfach gerade, wenn uns eine Sache wichtig ist, dass wir die Wichtigkeit wieder runterdrehen dürfen. Ja? Dass wir einfach schauen dürfen, okay, wie weit kann ich gehen? Wo fühlt es sich für mich noch stimmig an? Ja, wo ist so meine goldene Mitte? Und da einfach zu sehen, okay, jetzt ist es Zeit, mal runterzufahren. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe mir jetzt wieder ein richtiges Feierabend eingeräumt. Das hatte ich am Anfang ja auch nicht. Ich habe dann irgendwann, wenn ich fertig war, habe ich aufgehört. Also es gibt bei mir wieder so einen festen Feierabend, zum Beispiel gerade am Nachmittag, wenn wir mit der Familie einkehren, Kaffee trinken Zeit, Obstzeit, einfach ein bisschen was knabbern, dann ist für mich auch eigentlich dann wirklich Feierabend. Genauso Wochenende. Ich habe jetzt ja, am Wochenende, nö, ich habe da gar nichts für getan. Wirklich, ich habe Freitagnachmittag wirklich aufgehört. Und damals war das auch so, dass ich echt immer gesagt habe, Samstag, Sonntag muss ich ran. Ja, da muss ich auch noch am wenigsten ein bisschen was machen. Und jetzt habe ich auch wirklich mal, kann ich auch noch wirklich sagen, ich genieße es. Genauso wie der Urlaub, den wir hatten, auch einfach mal abgeschaltet, einfach mal runtergefahren. Und das ist einfach wichtig. Und deswegen, das ist immer eine so eine Sache, die ich auch immer wieder so weitergehen kann. Gerade wenn dir was wichtig ist, darfst du diese Wichtigkeit runterdrehen. Um einfach, ja, da für dich ein wenig Abstand zu finden. Und auch hier wieder die Parallele zum Sport, ne? Sport und Business, genau das Gleiche. Wenn ich immer nur Vollgas trainiere, in welcher Sportart auch immer, werde ich irgendwann auch nicht mehr besser. Im besten Fall stagniert die Leistung. Im schlimmsten Fall kommt Übertraining, Müdigkeit oder auch Verletzungen. mental keine Lust mehr. Genau. Und Verletzungen und was nicht alles passieren kann. Ne? Beim Sport sind es dann vielleicht die Verletzungen. Im Mindset oder im Stressbereich ist das einfach so. Da darf man für sich selber gucken. Der Körper gibt uns freundliche Erinnerungen. Wir nennen einfach die Friendly Reminder-Zone. Das zeichne ich dann immer gerne in Trainings auch auf, dass wir dann da die Kurve haben, wo es dann bei 0 anfängt und unten bei 100, oben auf der anderen Seite bei 100 ist. In der Mitte ist quasi so unser Flow-Bereich, die Balance, die Mitte. Und dann haben wir noch so eine, bis vor es ganz schlimm wird, so bei 100 ist es dann ja schon Feuer, Burnout. Und so ungefähr bei 60, 70 fängt dann die Frühwarnzone an. Die zeigt sich an, dass man einfach plötzlich so hektisch wird oder dass man nachts vielleicht nicht mehr so gut schlafen kann. Das einfach, ja, ist bei jedem anderen. Bei vielen ist das sogar so, dass die Tiere in der Umgebung vielleicht auch wuschig werden. So ein Hund merkt das zum Beispiel, weil bei einem sagte er auch mal, dass es das Pferd auch mitbekommen hat, die regelmäßig bei ihrem Pferd ist. Die merken das, wenn du innerlich total unruhig wärst und ja, oder einfach dann plötzlich so irgendwelche Flecken bekommst im Gesicht, wo du denkst, oh, ich glaube, ich muss einfach mal runterkommen. Ja, das ist dann schon mal so die Phase, wo man da schon mal drauf hören darf und gucken darf, okay, jetzt akzeptiere die Situation und komm erstmal wieder so, ja, wie man es immer so schön sagt, komm mal runter. Ja, ich habe einen sehr lieben Freund, Geschäftspartner mittlerweile auch und Coach, der zu mir immer sagt, wir duzen uns natürlich, er sagt zu mir, beruhigen Sie sich, wenn bei mir so nichts mehr geht. Lieben Gruß Ja, an den ja. Dennis an dieser Stelle. Der weiß genau, wie ich ticke und wenn ich dann wieder mal meine 37 Themen parallel versuche, dann merkt er schon, das gerät schon wieder in eine ganz andere Richtung, in Richtung deiner 100 drin, nee, wie du gesagt hast. Das wird nichts, also beruhigen Sie sich. Und wir lachen zwar jetzt darüber, aber es ist gar nicht so lustig. Im Gegenteil, es ist sehr, sehr hilfreich. Ich bin auch sehr froh, dass ich mit ihm daran arbeiten darf. Denn diese Zeichen bis zu 100 kann ich und viele andere vielleicht auch wunderbar ignorieren. Ja, Bis der die können Körper wir. sagt, so, okay, ich habe dich jetzt 12-mal gewarnt. Jetzt ist absolut Schluss und jetzt kommt auch eben leider keine Warnung mehr, sondern vielleicht im schlimmsten Fall eine Krankheit oder ja, irgendwas nicht so Lustiges. Genau, es ist so wirklich. Eigentlich ist, deswegen sage ich auch mal, das auch schon mal so, ja, genannt, also Stress ist auch dein Freund, weil er dich einfach auch warnt und er will einfach deine Aufmerksamkeit, er will, dass du ihm zuhörst, dass du ihm Aufmerksamkeit gibst. Und wenn du dann einfach das komplett ignorierst und sagst so, nee, ich mache einfach mein Ding weiter, dann kommt der stärker zurück und ja, gibt dir einen quasi so vom Latz, als einem das lieb ist. Ne? Und deswegen, aber er warnt einen. Es ist immer so, ja. Er sagt Und dir nur, wann zu viel ist. was ich häufig in meinen eigenen Coachings, also mit meinen Kunden erlebe, wer
spricht da eigentlich? Wer drängt dich eigentlich die ganze Zeit, diese vielen Dinge jetzt sofort und noch schneller und noch mehr zu machen? Bist du das selber? Ist das dein Chef? Ist das dein Partner? Wo kommt denn das her überhaupt? Das finde ich auch immer spannend, da mal hinzuschauen. Denn wir hatten es eingangs, wir haben ein schönes Leben, wie ich finde. Und es ist nicht schön, sich, ja, sich kaputt zu machen oder gar krank zu werden. Ja, genau. Und da ist es auch mal so wichtig, auch immer zu schauen, das ist auch gerade das Thema Selbstfürsorge, sich also für sich selber zu sorgen, auch gerade mal zu gucken, wie rede ich eigentlich mit mir? Gerade wenn ich mal so eine Phase habe, bin ich teilweise mein größter Kritiker. Das heißt, dass man da einfach auch mal schaut, sprech so, wie dein bester Freund mit dir reden würde. Dass man einfach mal gucken würde, wie würde der dich nur, weil du mal irgendwie einen Durchhänger hast, oder würde er dich auch nicht runtermachen? Dann würde er auch nicht sagen, ey, jetzt los, jetzt beweg dich hier mal, du faule Socke, du musst auch nicht machen. Sondern wirklich, dass man einfach mal schaut, wie rede ich mit mir? Wie gehe ich mit mir um? Wie, ja, wie bewusst bin ich auch im Alltag, dass ich mal einfach so gewisse Sachen auch mal wieder so realisiere, so, ne? Und da darf man einfach auch viel, viel mehr darauf achten, und ja, definitiv. Danke für diesen Tipp, der ist ganz, ganz wertvoll. Unbedingt merken, wer das hier jetzt hört. Beobachte die Gedanken, beobachte, was du zu dir sagst. Sagst du, ich bin zu blöd dazu, ach, das habe ich mal wieder falsch gemacht. Genau. Das geht alles in uns rein, ja, und es stimmt auch nicht, ja. Keiner von euch ist zu blöd zu etwas, ja. Ja, diese Stimmen, die wir dann immer haben, auch die uns dann wirklich dann sowas auch mal sagen. Also ich kenne das ja auch, weil viele haben das bei mir in meinen Sitzungen, meinen Coachings, aber auch sowas dann so, ne, du hörst das manchmal sagen, die ist gar nicht mehr so bewusst, sondern hinterher so, ja, aber ich muss ja so sein, oder ich muss das ja so machen. Und ich dann immer so, halt, stopp. Da muss man manchmal so aufmerksam sein. Ich muss dann auch mal genau hingucken, was das erzählt die Person, und dann wirklich dann das rauszupicken, weil dann manchmal kommen während des Gesprächs einfach irgendwelche, ja, Glaubenssätze heraus, die sie sonst so nicht sprechen. Wenn man nicht, weißt du, was du da gerade eigentlich gesagt hast, dass man das ja so machen muss, oder dass du, das, ne, da frage ich auch, wer erwartet das denn von dir? Wo hast du denn das gelernt? Wer sagt denn das? Ja, da muss man dann wieder tiefer reingucken. Oftmals ist das tatsächlich so, dass es einfach irgendwie so übernommen wurde. Von der Familie früher, vom Umfeld, wo auch immer. Irgendwo kommen so gewisse Dinge her, die man sich irgendwie so, und auf einmal, ja, bringt man sie selber so mit rein, ne? Wie strukturierst du denn deinen Arbeitstag? Du hast jetzt auch als Unternehmer relativ viel zu tun, nehme ich mal an. Ja. Posten und Kundengewinnung und Kundenbetreuung und wie wir alle, die wir selbstständig sind. Hast du einen Tagesplan, Wochenplan, To-Do-Listen, Not-To-Do-Listen gibt es ja auch. Was machst du Ja, da? genau. Ja, ich habe ja immer noch meine Was tut mir gut Liste. Aber das ist ja eigentlich so, bei mir geht das alles nur, ich habe einfach nur mein Journal. Da habe ich eine ganz einfache Bullet Journal Methode, wo ich wirklich mir, ich habe meinen Monatsplan da drin, wo ich merke, der neue Monat ist dann so, dann schreibe ich dann wirklich auf. Also tatsächlich habe ich das auch schon jetzt, nehmen wir mal jetzt Januar, wirklich Jahresplan. Das ist das, was ich als erstes erstmal für mich mache. Wo will ich denn jetzt eigentlich sein? Und dann habe ich jetzt eben quasi, mache ich dann wirklich für mich den Monatsplan. Da steht dann ja zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel jetzt hier Januar, steht dann drin, Januar 2023. Auf der anderen Seite steht dann eben halt die Tage 1 bis 31. Da habe ich dann schon mal einen groben Überblick, was mich diesen Monat erwartet. Und dann kommen eben halt nochmal für mich denn die auf die einzelnen Tage. Wenn wir gleich im 1. Januar, 2. Januar drin, dann gehe ich eben halt wirklich Tag für Tag für Tag durch. Das heißt, da plane ich dann. Das heißt, ich mache mir drei Bullets zum Beispiel, die mir heute wichtig sind, drei wichtige Termine, und dann kommen da noch ein paar Notizen mit rein. Also genau, und so plane ich das dann für mich. Das ist dann für mich ganz einfach strukturiert. Ich habe mir die Sachen dann aufgeschrieben. Wenn ich am Ende wirklich feststelle, das geht nicht, dann kriegt es bei mir ein Pfeil, einen nach rechts, dann landet das eben halt auf dem nächsten Tag. Und so funktioniert das für mich eigentlich ganz gut. Ich habe da auch noch so einen Future-Plan und einen Future-Log, das heißt, wo dann auch wirklich dann für den nächsten Monat ja auch schon mal so grobe Ziele stehen, so, ne, wo ich sage, das ist sowieso jeden Monat dran. Genau. Und wenn dann irgendwo ich jetzt schon weiß, da ist noch was im Februar, März, April, dann trage ich das da auch schon mal ein. Dann weiß ich, alles klar, dann brauche ich das nachher nur noch zu übernehmen. Genau. Und deswegen, also bei mir läuft das alles so sehr analog im Journal ab, nach der Bullet Journal Methode. Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden, ja.
Was mir auch hilft, wenn es mal wieder in meinem Fall viel zu viel wird, dass ich mich bei den Themen frage, das, was ich jetzt gerade tue oder glaube tun zu müssen, zahlt das auf irgendein Ziel ein? Oder anders gesagt, bringt mich das weiter? Der Genau. Gedanke ist auch interessant. Ich habe es letztens bei uns an den Kühlschrank geklebt. Und damit wir das immer wieder sehen, was mache ich eigentlich hier den ganzen Tag? Muss Ja. das wirklich alles sein? Genau. Auch sich die Frage zu stellen, das habe ich mir dann auch immer unter meinem Tagesplan gestellt, bringt mir das Umsatz oder kostet es mich nur Zeit? Und wenn es mich Zeit kostet, warum mache ich das dann? So, und sich das mal wirklich zu hinterfragen, ja. Es dreht sich nicht immer alles nur um Umsatz zu machen. Der andere sagt, okay, wir müssen ja auch Rechnungen bezahlt werden, aber in erster Linie, was bringt mich auch voran? Was, ja, wo kann ich mehr, noch mehr rausgeben? Wo kann ich noch mehr reinstecken? Wie kann ich alles noch ein wenig besser, ja, einfach für mich besser machen? Das sind so die Punkte, die ganz wichtig sind, ja. Klar, Ja, wenn ich das da jetzt freut drauf mich. sage, Sport, bringt mir das in diesem Moment vielleicht jetzt auch kein Umsatz oder sonst irgendwas, aber es bringt mir ja was für mein Wohlbefinden. Und wenn ich gesund bin, wenn ich stark bin, wenn ich leistungsfähig bin, ja, dann kann ich auch alles andere schaffen, ne? Genau, zahlt das auf irgendetwas ein? Sport zahlt, wie du sagst, auf die Gesundheit und am Genau. Ende kommt Ja. dann Umsatz, weil du fit bist und weil du Richtig. arbeitsfähig bist. Genau. Dinge dürfen Spaß machen, natürlich, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, auch in meinem Business, ich habe verschiedene Standbeine und ich gucke jetzt wirklich gerade, wo ist der Umsatz? Ja, denn wenn ich nur noch Hobbys habe, dann habe ich zwar ein ganz nettes Leben, Ja. aber kann auch die Miete nicht mehr bezahlen. Spaß kann die Miete nicht bezahlen. Das ist auch so, ne? Also Nicht da muss nur, man auch genau. gucken. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Was ist dir denn noch wichtig, René, auch um den Ausgleich zu haben? Was machst du noch? Achtest du auf deinen Schlaf, Ernährung, Sport, Bewegung? Ja, einmal so die Reihenfolge. Also tatsächlich, ja, natürlich. Und das ist wieder genau das gleiche Thema, was ich auch schon sagte, so, ne? Auch gehört auch zum Thema Selbstfürsorge. Nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch eben halt, ja, um die anderen kümmern, sozusagen. Es ist ja so, wenn ich nicht gut drauf bin, wenn es mir schlecht geht, wenn ich, ja, nicht gesund bin, wie soll ich mich dann noch leistungsfähig um jemand anderen kümmern? Deswegen ist ja immer der tolle Metapher mit dem Flugzeug, ne? Wenn dann die Sauerstoffmasken beim Druckabfall oder so fallen, muss ich natürlich erstmal die selber aufsetzen, weil nur so kann ich dann auch anderen helfen. Und das dürfen wir einfach da in dem Moment einfach auch mal uns was Gutes tun. Und das gehört dann mit mir auch die Ruhe dazu, dass ich mich gerne einfach mal ein wenig zurückziehe und einfach mal, ja, einfach mal die Gedanken sausen lassen. Das liebe ich, einfach mal in die Ruhe zu gehen. Dazu gehe ich jetzt auch mittlerweile oft einfach spazieren. Mittlerweile höre ich dabei jetzt auch schon gar nichts mehr, sondern ich brauche die Zeit einfach für mich, mich mal nicht berieseln zu lassen, sondern einfach mal Stille zu genießen. Das ist sehr schön. Und dann so genieße ich es auch mal einfach zum Sport zu gehen. Das ist zum Beispiel eine Sache, was ich auch ganz gelernt habe, was ganz wichtig ist, ist Stressabbau kommt vor Entspannung. Das heißt also, es fängt einfach an, dass man erstmal den Stress abbaut. Zum Beispiel bei mir ist das der Sport, dann weiß ich alles klar. Danach kann ich mich entspannen. Dann funktioniert das, dann kann ich wirklich in die Ruhe kommen, dann können wir das einfach so, ja, einfach so fließen lassen. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man erstmal, ja, deswegen sagen ja auch viele, habe ich jetzt auch gerade wieder beim Sport erlebt, dass sie dann auch sagen, jetzt gehe ich erstmal nochmal schön hinterher in die Sauna. So, ne, oder was auch immer, dass man einfach hinterher einfach ein wenig zur Ruhe kommt. Das liebe ich halt auch so, ja. Nach dem Sport, ich hoffe, das bestätigt jeder, ist das Gefühl auch gut, zumindest Genau. meistens sollte es sein. Angestrengt, ja, fertig, kaputt, aber Ja, irgendwie dieses dass man es merkt, Wohlige, genau. diese schöne Schwere, diese schöne Genau. Müdigkeit, der man dann Ja. auch nachgeben darf. Genau. Was gibst du denn an deine Kunden weiter? Jetzt hast du ja bestimmt eine breite Masse an Kunden, aber kannst du so einen bestimmten roten Faden geben, der für viele Menschen wichtig ist? Ja, so einen roten Faden muss ich überlegen. Also tatsächlich ist das ja wirklich in den Coachings oder Trainings ist das ja immer so individuell, ja. Das heißt, wir machen ja immer erstmal eine gewisse Standortanalyse. Das ist dann quasi immer so in meinem, ich sag mal so, Stress-Coaching-Auto. Und das Stressauto, wenn das erstmal wohin will, bevor wir das Ziel im Navi eingeben, müssen wir immer erstmal gucken, wo stehen wir überhaupt? Weil angenommen, ich will irgendwie nach Berlin reisen, dann muss ich aber auch erstmal wissen, wo ich bin. Weil, ja, sonst,
lande ich ja irgendwo. Ich, wenn ich, ne, ich, wie soll ich das wissen? Ich muss ja irgendwo erstmal für mich eine Standortanalyse haben und zu gucken, wo bin ich. Also wir schauen immer erstmal an, was ist los, wo steht, wo stehen wir. Und dann gucken wir halt an. Und damit fängt das ja eigentlich dann schon an. Das heißt, wir gucken erstmal ganz genau an, ja, wo es wirklich lang geht. Und da ist das bei vielen auch unterschiedlich. Die einen haben da eher auch das Thema, wo wir sagen, wir müssen da eher so mehr in die Selbstfürsorge, dass wir einfach gucken, da, wie gehe ich da einfach besser mit um. Und viele, da fängst du ja bei dem einen an, der darf einfach lernen, sich ein wenig Stress zu machen. Und der nächste darf einfach mal lernen, auch einfach mal mehr Entspannung in den Alltag zu holen. Da ist es immer sehr schwierig. Ich kann da nie genau sagen, dass es so einen roten Faden gibt. Ich habe tatsächlich drei verschiedene, die ich jetzt im Programm habe, und drei verschiedene, ja, Handlungsstränge eigentlich so. Die finden einfach drei unterschiedliche Wege so. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber letzten Endes dreht sich das immer, immer und immer wieder, ja, um das Thema gesunde Stressbewältigung. Lernen, den Stress zu verstehen, sich den Stress als Treibstoff zu nutzen, weil ich erkläre denen dann immer und sage, Stress ist wie Feuer. Es kann dir einfach die Bude warm machen oder es kann auch dein ganzes Haus abfackeln. Ja, und deswegen, wir dürfen einfach da lernen, wie wir da richtig mit umgehen. Und das fängt ja mit verschiedenen Methoden an. Sei es, wie habe ich immer eine gleichmäßige Linie, dass ich wirklich, ja, Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung und nicht wirklich die ganze Zeit in so einer Daueranspannung bin. Und daher, ja, es ist tatsächlich wirklich immer unterschiedlich, aber es gibt dann so die paar Sachen, die dann eigentlich immer wieder einfließen. Und das ist wirklich so dieser Misch aus Anspannung, Entspannung und genau eine gesunde Selbstfürsorge.